Was geht, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu meinem neuen Video. Leute, heute stelle ich euch 5 Designer-Outfits vor von 3 verschiedenen Fußballern. Die Fotos habe ich aus Instagram rausgesucht. Apropos Instagram, checkt mich doch mal auf Instagram ab, Leute. Ich bin dort sehr aktiv letzter Zeit. Und ja, ich würde sagen, wir starten das Video und los. Als erstes habe ich mir 2 Fotos von Benzema rausgesucht. Benzema ist halb Franzose, halb Algerier. Er ist der Stürmer bei Real Madrid und ist oder gehörte zu einer der besten Stürmer der Welt. Auf diesem Foto trägt er weiße Yeezys in Kombination mit einer hellblauen, etwas verwaschenen Ripped Jeans mit einer freshen Chicago Bulls Jacke und ein einfaches weißes Shirt. Und nicht zu vergessen die schwarze Cap. Das Outfit an sich ist richtig gut kombiniert und sieht sehr stimmig aus, finde ich. Das Outfit kann man auch relativ gut nachstellen. Ich werde euch generell in der Beschreibung versuchen, ein paar gute Alternativen zu verlinken. Im Großen und Ganzen ist das Outfit relativ schlicht gehalten und ja, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Outfit. Als nächstes hat Benzema einen schwarzen Off-White-Pullover an, eine schwarze Sweatpant-Jogginghose, wobei ich nicht erkennen kann, um welcher Marke sich es bei dieser Hose handelt. Auf jeden Fall hat die Hose auch noch orangene Bänder, was das einzige ist, was nicht zu diesem Outfit passt, finde ich. Er trägt zu diesem Outfit noch die legendären Vans Oldschool, Leute. Und ey, ich feiere Vans unnormal. Ich habe hier sogar selber die High-Top-Version am Start. Ich habe die richtig durchgerockt, Leute. Ich finde, Vans sind einer der freshesten Schuhe. Sie sind günstig und sehen einfach gut aus. Du kannst sie zu jeder Sache anziehen. Also ich rate euch alle, Vans zu kaufen. Die Schuhe sind auf jeden Fall gut mit dem Pullover kombiniert. Bloß ich verstehe, wie gesagt, nicht den Sinn von diesen orangenen Bändchen. Ich würde sie sowas von auswechseln. Ich würde es besser finden, wenn die Bänder weiß wären. Aber wie gesagt, Leute, das Beste an diesem Outfit sind die Vans. Und ich finde, die geben den Outfit nochmal so einen richtigen Stempel, dass das Outfit richtig fresh ist. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Outfit. Kommen wir zum nächsten Outfit und zwar ist es von Paul Pogba. Er gehört zu einer der besten Mittelfeldspieler auf der ganzen Welt. Er ist Franzose und spielt bei Manchester United, Leute. Auf diesem Bild trägt er weiße Mason Mount Magella, also das sind die Future, mit einer grauen Rip Jeans. Wie gesagt, ich weiß nicht, von welcher Marke die Jeans ist. Mit einem einfachen weißen Shirt und einer Babe Bomber Jacke. Nicht zu vergessen die D-Squad Icon Cap. Ich feiere seine Babe Jacke sehr. Die passt auf jeden Fall zu seiner Cap. Wenn die Cap nochmal statt einer gelben Icon Schrift Weiß-Icon-Schrift hätte, wäre das perfekt, das Outfit. So sieht es auch okay aus, finde ich. Also ist auf jeden Fall jetzt nicht so verwerflich. Ich feiere außerdem den Schuh nicht so sehr. Ich glaube, da würden weiße Balenciaga Arena in der High-Top-Version viel besser passen. Also meiner Meinung nach. Auf dem nächsten Foto ist er zu sehen mit seinen Mannschaftskollegen mit Lingard und Rashford. Auf diesem Foto trägt er einen Kapuzenpullover von Givenchy mit einer Sweatpants von Fear of God. Leider kann ich nicht so gut erkennen, welchen Schuh er auf diesem Bild trägt. Deswegen lassen wir das einfach mal aus. Es ist auf jeden Fall ein schlichtes Outfit. Aber trotzdem, Leute, ich feiere den Givenchy-Pullover unnormal. Das ist wirklich mein Lieblingspullover. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das ist der beste Pullover, der auf diesem weltweiten Markt angeboten wird. Also ehrlich, Leute, dieser Pullover ist richtig nice und richtig so ein Fashion Grade von mir. 900 Euro für einen Pullover ist ehrlich, das ist too much. Das würde ich niemals ausgeben. Seine Sweatpants kosten auch um die 650 bis 800 Euro. Also es ist auf jeden Fall ein teures Outfit. Ich finde, das Outfit sieht echt gut aus. Es ist jetzt nichts Besonderes. Es ist eigentlich relativ schlicht gehalten. Aber trotzdem, dieser Pullover, Leute, Bombe. Als nächstes kommen wir zum deutschen Nationalspieler Jerome Boateng. Er ist einer der besten Innenverteidiger auf der ganzen Welt und spielt bei Bayern München. Auf diesem Foto ist er mit ein paar seiner Mannschaftskollegen und unter anderem auch Migos zu sehen. Hier trägt er die Air Jordan 1 in der Kollabo mit Off-White, einer der freshesten Jordans, die jemals rauskam. Er trägt eine grau-schwarze Jeans und unter anderem auch den Balenciaga Sinners Pullover. Also den Pullover feiere ich unnormal, also der sieht echt fresh aus. Er trägt außerdem noch eine schwarze Cap und ein weißes T-Shirt zum Leiern. Also ich finde, bei diesem Outfit passen die Schnürsenkel nicht bei den Off-White-Schuhen, also die grünen. Aber irgendwie sieht es trotzdem fresh aus. Also lassen wir es einfach mal so durchgehen. Auf jeden Fall hat er trotzdem Ahnung, wie man sich anzieht. Er war mal auch irgendwie auf der Best-Dressed-Liste bei der GQ. Die GQ ist eine Lifestyle-Zeitschrift für Männer. Da war übrigens auch mal der Rapper Shindy auf Platz 1. Und ja, Leute, im Großen und Ganzen coole Outfits. Wenn ihr Bock habt, könnte ich das gleiche mit Rappern machen. Also schreibt es in die Kommentare rein. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt mich auf Instagram ab. Wie gesagt, dort bin ich letzte Zeit aktiv und poste, was das Zeug hält. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde nur noch sagen, skis, skis, skis.